Die Schnitzhofallee ist für uns tatsächlich ein Unfallschwerpunkt. Das Einsatzstichwort Verkehrsunfall auf der Schnitzhofallee hinterlässt bei uns meistens schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl in der Morgengrube, ja. Ja, jetzt war vor einer knappen Woche, eine Woche ist es her genau, war jetzt dieser schwere Unfall mit Bus sogar beteiligt. Erstmalig ein Reisebus an so einem Verkehrsunfall beteiligt. Wie fühlt man sich da? Ja, die Meldung Campingbus gegen Reisebus war tatsächlich unangenehm. Der erste Eindruck an der Unfallstelle war ebenfalls ein bisschen erschreckend, weil die Zerstörung am Campingbus schon erheblich war. Gott sei Dank ist es unterm Strich glimpflich verlaufen. Die Insassen vom Campingbus waren ja schwerer verletzt. Aber im Reisebus hatten wir bei den 25 Insassen ja Gott sei Dank nur ca. 5 leichter Verletzte. Wir haben hier tatsächlich mit die anspruchsvollsten Einsätze, die stärksten Verformungen, weil man hier die Kombination aus einer hohen Geschwindigkeit und auch Alleebäumen hat. Ein Alleebaum ist halt ein unangenehmer Gegner für ein Fahrzeug. Da gibt es sehr starke Verformungen. Das sind die Einsätze, wo es dann tatsächlich auf ein perfektes Zusammenspiel zwischen den Hilfsorganisationen drauf ankommt und einfach auch auf eine perfekte Beherrschung der Gerätschaften. Ja, die Situation ist immer schlecht, auch für mich. Ich muss an dieser Stelle mehrfach täglich vorbeifahren aus beiden Richtungen und sehe daher häufig gefährliche Situationen, die sich einfach durch das Zusammenkommen hier verschiedener Situationen ergeben. Das hängt damit zusammen, dass vor dieser Kurve, die da vor uns liegt, die leichte Geschwindigkeit 100 verträgt, zwei sehr lange absolute gerade Strecken sind, sodass da auch die 100 gefahren werden. Dann ist genau hier, kurz vor der Abbiegung in die Almbachklamm, die hochfrequentiert ist, eine Bushaltestelle und außerdem hier noch eine Bushaltestelle. Wenn man jetzt also mit höherer Geschwindigkeit von dort kommt, kann es sein, dass hier der Bus hält und da noch einer abbiegen will, dann hat man keine Möglichkeit zu passieren und dann muss man schon eine festere Bremsung machen, um auf keinen drauf zu rumpeln. Die zweite Sache ist, es kommen ja auch viele Touristen her. Die fahren her, sehen da vorne das Schild Almbachklamm, wollen in die Almbachklamm, kennen sich nicht aus, bremsen hier und fahren in die Busbucht rein. Und wenn sie dort stehen, orientieren sich, sagen, ach, da drüben geht's rüber und dann fahren die, biegen die ab und achten weniger auf den Verkehr von beiden Seiten, was immer wieder zu sehr prekären Situationen führt. Die dritte Sache ist, dass aus dieser Almbachklamm, von dieser Almbachklammbrücke, immer wieder viele rausfahren, auch Touristen, und die unterschätzen die Geschwindigkeit der Leute, die dort kommt. Die fahren gemütlich raus, um dann Richtung Berchtesgaden abzubiegen, sodass der von dort kommt, eine richtig heftige Bremse machen muss, um dort nicht dem Wegfahrenden hinten drauf zu fahren. Es ist also, wenn alle diese Situationen zusammenkommen, Bus, Abbieger nach da, Rauskommer von da, zwei Schnelle von beiden Seiten, dann muss man froh sein, wenn es nicht rumpelt. Für Sie als Doktor ist es ja auch, Sie sind jetzt 40 Jahre der Gemeindedoktor, Landarzt nennt man es ja auch. Als früher sind Sie sicherlich auch häufig zu den Unfällen rausgekommen. Sie haben die Leichenschauen häufiger durchführen müssen. Also für Sie doch beeindruckende, trotz Mediziner, beeindruckende Bilder, oder? Ja, sehr beeindruckende und auch ein bisschen belastende Bilder. Vor allen Dingen, wenn man an die früheren Unfälle denkt, wo einmal ein Junger mit zwei Mädelchen zu Tode gekommen ist, weil aus einer Seitenweg einer rausgefahren ist, der nicht auf Verkehr geachtet hat. Sicher war er auch vielleicht ein bisschen schnell dran, aber der ist vor einen Baum gefahren, da waren alle drei tot. Das war schon eine sehr belastende Situation. Und wir stehen ja auch gerade hier vor so einem Zeichen, dass hier einer zu Tode gekommen ist. Das ist auch ein Motorradfahrer gewesen, der ist gekommen und dann wollte hier einer rausfahren und dann hat er halt den getroffen und das nicht überlebt. Es sind immer wieder schwierige Situationen, die das machen. Auch habe ich ein paar Leichenschauen gemacht von Leuten, die sich, und das muss man immer wieder sagen, hier natürlich das Leben nehmen wollten. Und da sind die Alleebäume offensichtlich gefragt gewesen. Und man hat an der Leiche Situationen gesehen, dass man sah, das war kein Unfall, sondern war eine absichtliche Tat. Und da muss man dann sagen, das belastet einen natürlich auch, besonders wenn man die Leute vielleicht sogar noch kennt. Hier sind wir jetzt auf der B305 in der Mitte der Schnitzhofallee und hier ist vor einigen Jahren eine junge Dame morgens um 5 tödlich verunglückt. Sie war in der Arbeit und ist vermutlich in der Nacht eingeschlafen hinterm Lenkrad und ist dann hier in der Kurve, man sieht es, geradeaus gegen den Baum gefahren und leider in ihrem Auto verstorben. Das war eines dieser dramatischen Ereignisse, die es in den letzten Jahren hier auf der B305 gegeben hat.
Bei dem Stichwort Schnitzhofallee hat man meistens schon so ein bisschen den Verdacht, es könnte was Ernsthafteres sein. Für euch als Feuerwehr, was würdet ihr euch denn wünschen, dass es hier ändert oder in der Situation? Weil es ist ja doch ein Unfallschwerpunkt, der eigentlich schon längst irgendwie hätte entschärft werden müssen. Gut, wir sind natürlich keine Unfallforscher. Grundsätzlich ist klar, wenn jemand mit Tempo 100 an einen Baum rast, hat er schlechtere Chancen, als wenn das Ganze bei einer geringeren Geschwindigkeit passiert. Uns wurde auch schon mal erklärt, dass die Zusammenhänge hier schon komplizierter sind und komplexer sind. Aber wie gesagt, natürlich würden geringere Geschwindigkeiten hier im Falle eines Unfalls die Folgen mit Sicherheit mindern können. Können Sie sich an ein Ereignis erinnern? Sie waren ja früher selber Feuerwehrkommandant von Berchtesgaden oder so, hier auf der Allee, der sich tief in Ihr Gedächtnis eingebrannt hat? Ja, da gibt es sehr viele Einsätze, die so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind. Ich kann mich an einen der ersten erinnern, noch in ganz jungen Alter, an einen Mercedes, der hier unweit dieser Stelle verunglückt ist. Da war das Dach komplett weg und erst bei der Erkundung des Fahrzeugs haben wir festgestellt, dass sich noch drei Personen im Fahrzeug befinden, die aber alle drei bereits tot waren. Das sind dann schon so Erinnerungen, die man ja, auch nach 30 Jahren noch im Kopf hat. Ja, also aus eigener Erfahrung, ich war ja vorher schon, bevor ich Dienststellenleiter wurde, hier 22 Jahre im Schichtdienst eingesetzt. Ich kenne die Strecke hier aus eigener Erfahrung natürlich auch sehr gut. Wenn wir solche eine Meldung bekommen, ist es leider oft so, dass es sehr schwere Unfälle sind. Also die Kollegen sind da schon natürlich hellhörig, wenn es heißt Unfall auf der Schnitzhofallee. Schnitzhofallee, es hat in den letzten Jahren unzählige Tote gegeben, also sehr schwere Unfälle, sind sehr hohe Geschwindigkeiten gefahren, aber das Besondere bei der Allee ist ja, es ist ja nicht nur die Geschwindigkeit, es sind ja viele verschiedene Unfallursachen. Welche Ursachen sind denn grundsätzlich häufig hier? Da haben Sie recht, wir haben hier keine eindeutige einzelne Unfallursache, die zu den schweren Unfällen führt. Wir haben sowohl alleinbeteiligte Pkw-Lenker, die von der Fahrbahn abgekommen sind, sei es aus Übermüdung, sei es unter anderem Einfluss oder durch irgendein körperliches Gebrechen. Wir haben hier aber auch Fälle von Abbiegeunfällen, einfach von unvorsichtigen Wenden abbiegen. Und da passiert es leider dann immer mal schnell, dass es zu einem schweren Unfall kommt. Jetzt vor einer Woche dieser Unfall mit dem Wohnmobil und Reisebus. Da hinten geht es knappe 7 Meter zur Königseeache runter. Also der hätte ganz schlimm ausgehen können, weil der wird ja hier sehr häufig jetzt diskutiert, dass das ja wirklich der Worst Case eigentlich gewesen wäre. Und zum ersten Mal in den Erinnerungen der Menschen auch mit Beteiligung eines Reisebusses. Ja, es ist richtig, dass die Beteiligten hier letzte Woche schon Glück hatten, dass es so glimpflich ausgegangen ist. Die Unfallursache war einfach das Wenden eines Wohnmobilfahrers, der den bevorrechtigten Bus einfach übersehen hat. Wie gesagt, Gott sei Dank, es kam zwar zu Verletzten, aber die alle relativ glimpfliche Verletzungen davontrugen. Von daher können wir wirklich froh sein. Man darf sich also da ein anderes Szenario gar nicht ausmalen. Die B305, man muss sehen, die B305 ist eine sehr gut ausgebaute Strecke, gerade hier in diesem Bereich. Sie ist breit, sie ist übersichtlich. Es ist eine wichtige Verbindungsstrecke zwischen Berchtesgaden, Markt Schellenberg, Salzburg. Gerade in den Sommermonaten natürlich auch von vielen Gästen frequentiert. Und da kommt es leider halt immer wieder zu solchen Zusammenstößen und wie Sie schon gesagt haben, in den letzten Jahren auch viele mit sehr schwerwiegenden Folgen. Die Unfälle werden alle ausgewertet, statistisch erfasst. Diese Statistik wird natürlich immer wieder bewertet. Die Erkenntnisse fließen in die Arbeit der Unfallkommission ein, in der auch die Polizei mit beteiligt ist. Und man muss dann sehen, was man tun kann, baulicherseits, verkehrsrechtliche Anordnung und so weiter und so fort oder auch eben durch Verkehrsüberwachungsmaßnahmen. Das wollte ich gerade ansprechen. Polizei ist ja primär für die Überwachung zuständig oder
für die Verhinderung prinzipiell, kann man ja sagen. Wie schauen eure Überwachungsmaßnahmen hier aus? Es werden hier konkret, wird die Geschwindigkeit überwacht. Wir sind hier mehrmals im Jahr mit Verkehrsüberwachungsmaßnahmen. Die werden hier Radarkontrollen, Laserkontrollen durchgeführt. Damit erreichen wir aber natürlich ein Ergebnis im Bereich der Geschwindigkeitsunfälle möglicherweise. Allerdings die anderen Unfälle sind natürlich etwas schwieriger zu bekämpfen. Das muss man ganz klar sagen. Was fordert Sie als Polizei? Die Gemeinde sagt, bauliche Maßnahmen wären sinnvoll. Geschwindigkeit rausnehmen als Polizei, einen Starnkasten auf der Allee oder so. Oder wäre ja auch eine Möglichkeit, um Geschwindigkeit rauszunehmen, beziehungsweise einen Ort. Tendenziell, also zeitmäßige bauliche Maßnahmen, dass man im Sommer, wenn jetzt viel, hier ist nun mal der Einbachklamm, eine der meistfrequentierten Tourismusziele überhaupt, dass man im Sommer eine bauliche Maßnahme setzt, also eine temporäre Maßnahme, oder was fordert ihr genau? Na gut, das muss letztlich dann die Unfallkommission entscheiden. In der Unfallkommission sind ja Vertreter der Straßenverkehrsbehörde, der Kommunen, auch der Polizei. Und man muss sehen, was ist möglich, was ist rechtlich möglich, was ist aber auch praktisch umsetzbar und was ist sinnvoll. Und da möchte ich jetzt der Unfallkommission also nicht vorgreifen oder auch der Straßenverkehrsbehörde. Wir sind hier nur beratend tätig und alles, was im Sinne der Verbesserung oder der Sicherheit des Straßenverkehrs ist, wird von uns natürlich befürwortet. Sie als Polizeibeamter haben ja gesagt, Sie haben ja auch früher hier Streifendienst gemacht. Hat sich ein Ereignis besonders hier von der Allee in Ihr Gedächtnis eingebrannt, weil die einfach da ist und sagen Sie, ja, das, an den Unfall kann ich mich noch genau erinnern. Das waren schon sehr beeindruckende Bilder, die Sie erlebt haben. Ich persönlich habe jetzt hier Gott sei Dank noch keinen schweren Verkehrsunfall aufnehmen müssen, aber ich kann mich erinnern, dass es hier schon tragische Unglücksfälle gegeben hat. Zum Beispiel der Einheimische, der hier mit zwei Kindern tödlich verunglückt ist. Das berührt einen dann schon, ja, das nimmt einen schon mit. Wie verarbeitet die Polizei dann solche Eindrücke? Weil ihr seid ja gezwungenermaßen direkt dran und ich meine, die Ersthelfer und so weiter, die kriegen psychologische Unterstützung. Wie schaut es bei euch aus? Weil das ist ja auch, es sind halt doch sehr häufig, wie der Unfall, den Sie angesprochen haben, das war ja ein absoluter Hochgeschwindigkeitsunfall. Also da waren auch die Einwirkungen auf die Körper der Menschen enorm. Das ist richtig. Als Polizist ist man unweigerlich mit solchen Dingen immer mal wieder konfrontiert. Auch wir können bei Bedarf natürlich psychologische Unterstützung bekommen, wenn das gewünscht wird. Bei uns auf der Dienststelle sind sehr erfahrene Beamte, berufs- und auch lebenserfahrene Beamte, die wissen, wie man mit sowas umgeht. Aber wie gesagt, wenn Unterstützung notwendig ist, dann bekommen wir die auch. Wenn Sie als Dienststellenchef in der Nacht einen Anruf bekommen, jetzt hat es schon wieder gekracht, kommen Sie raus, was geht in Ihrem Kopf dann schon wieder vor oder sagen Sie, jetzt professionell abhandeln? Ich musste erst kürzlich im Juli zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang, ein 19-jähriger Motorradfahrer, wie Sie vielleicht wissen, ist ja tödlich verunglückt und ich kannte die Eltern und musste die Eltern dann verständigen und das geht einem schon sehr nahe, wenn man dann die Betroffenen natürlich auch noch persönlich kennt. Für die Retter hier auf der Strecke, Hut ab, oder? Ja, großen Respekt, also was da die Freiwillige Feuerwehr leistet oder auch das BRK, auf deren Hilfe wir natürlich auch sehr angewiesen sind, höchsten Respekt und die Zusammenarbeit ist hier immer hervorragend und traditionell sehr gut und von daher sind wir natürlich auch gut aufgestellt.